Fast was vergessen. Auf Aufnahme habe ich vergessen zu drücken. Sandy Beach, okay, also nehmen wir Sandstrand. Wie nennen wir unsere Stadt? Leute, macht mal Vorschläge. Wie nennen wir unsere Stadt? Wie nennen wir diese denn? Wie nennen wir unsere Stadt? Weil blaues Schnitzel. Okay, blaues Schnitzel. Wie nennen wir unsere Stadt, Leute? Sagt mal was. Dodo. Hausen. Dodotopia. Ich habe jetzt Dodohausen. Beginnen. Ha, Scan, wir hatten den gleichen Gedanken. Dodotopia. Verschmutzung fließt flussaufwärts. Es wäre mir klar, wenn die Kacke nach oben fließt. Die kann zwar gut dampfen, aber nach oben fließen? Da muss schon ganz schön viel Druck auf dem Dümpfiff sein. Nein, warum nicht? Dodohausen ist doch auch ein schönes Wort. Statt Entenhausen, Dodohausen. Da kommt wieder die Stelle, die mich gerade eben schon so angebrüllt hat. Demods, was? Ein Fehler ist aufgetreten. So, verflucht seist du, warum? Ich nix verflucht. Ich krax. So, erst einmal so, hier eine eine Straße. Ich würde schon gern große Straßen. Große Straße nicht so lang. Warte mal, machen große Straße auf. Baukosten 5.600. Große Straße. Autobahn kann ich eh noch nicht bauen. Und an große Straße machen hier Kreuzung. Machen daher. Yes. Du. Dann schauen wir mal. Ich würde gleich ein bisschen auf Einbahnstraßen gehen. So ein Fitzelchen Einbahnstraßen. Bisschen. Damit wir den Verkehr einigermaßen gleich schon gut unter Kontrolle lassen oder haben. So, Wind. Wo haben wir einen guten Wind? Natürlich hier immer am Meer ist immer guter Wind. Windturbinen? Ja, ich habe doch schon eine Windturbine geplatziert. So, das Wasser fließt etwas in die Richtung. Nicht wirklich viel. Mach ich mal die Kacke hierher. So. Ja, ich weiß, dass ich meine Stadt mit Dinger bauen muss, aber ich muss doch erstmal die Versorgung gewährleisten. Verflucht seist du. Nein. Mensch, Scan, das haben schon ganz andere versucht, mich zu verfluchen. Meistens meine Ex-Freundin, aber... Guck, mir geht's immer noch bestens. Hat nicht geklappt. So, ich würde jetzt einfach sagen, ich baue euch mal hierher. Doom. Und jetzt hier mal so ein Fitzelchen, Häuschen. Achso, warte mal. Nee, machen wir erstmal hier unten. Und einmal bitte nach oben. Wann werden die ersten Menschen in Dodohausen einziehen? Hier, es entstehen schon die ersten Häuser. Unsere ersten Einwohner sind schon angekommen. Hallo! Kaffee und Kuchen? Ihr habt doch Wasser. Schreit nicht nach Wasser, ihr habt Wasser. Ihr habt keinen Strom? Doch, ihr habt Strom. Doch, ihr habt Strom. Nein, ihr habt keinen Strom. Muss ich echt das Ding darüber bauen? Jetzt habt ihr Strom. Seid ihr jetzt glücklich? Seid ihr glücklich? Habt ihr alles das, was ihr wolltet? So, für die kurzen Aussetzer. Ich habe heute echt gute Laune, aber richtig geile Laune. Ich habe nicht mal wieder richtig etwas Schlaf nachholen können in letzter Zeit. Vor allem gestern. Nicht da, wo sie so sollten. Doch, passt schon alles.
konnte mal wirklich wieder Schlaf nachholen. Der hat mir echt gefehlt. Der hat mir stark gefehlt. Der Schlaf in letzter Zeit, das habe ich mir selbst schon angemerkt, dass mir viel Schlaf gefehlt hat. Und daher bin ich froh, dass ich echt mal wieder ein bisschen so würde ich das sagen. Einfach mal so her. Zack. Bang. 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 Bangity bang. Nicht das Ganze, wenn es geht. So. So, hier darf jetzt mal wegen was entstehen. Nicht bis nach oben. Oh, das schaut so cool aus. Ich habe das erste Mal... Ernsthaft, Telefon? Das erste Mal habe ich das ja gespielt. Da war ja der Tag-Nacht-Effekt noch nicht. Ich habe immer noch schlaflose Nächte. Das tut mir leid. Ich. Ich weiß es, wie es ist, nicht oder schlecht schlafen zu können. Und erreichen Sie einen Meilenstein? Ja, ich bin noch schon drüber. Und. Daher mein Beileid. Was ist das? Das ist eine neue. Anhebungsschritt. Aha. Zwar. Machen wir jetzt hier oben. In der Industrie ist immer ziemlich viel los, deswegen mache ich hier gleich in die Straßen etwas klein. We don't have money. Ich wollte sagen, die Straßen gleich etwas kleiner. Oh nein, nein, nein. Dann mache ich euch daher. Ach komm. Kann ich ja immer noch abreißen. We don't have any money. Ja, war die Mutter. Die ruft doch viel zu gern hier an. Kredite können wir noch keine. Nein. Erst ab Bevölkerung 500. Zieht ein. Vielleicht kann uns der geringe Wachstum noch etwas den Arsch retten. Ja, ihr habt kein Wasser. Ja, tut mir leid. Ich würde ja gern. Aber es geht nicht. Oh, mal stopp. Ich kann das Budget ein bisschen runterschrauben. Ihr braucht eh gerade nicht so viel Wasser. Strom, wie schaut's da aus? Okay. Schreibe ich auch mal ein Fitzelchen nach unten. Ah. Ja, es tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Tut mir wirklich leid. Ich würde ja wirklich gerne. Aber ich kann nicht. Wassertechnisch kann ich noch eigentlich um einiges runterschrauben sogar. Da wir es momentan noch nicht so brauchen, würde ich es noch echt ein bisschen runter. Aus dem Regnet. Wenn die Durst haben, sollen sie rausstellen und den Mund aufmachen. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Legen wir erstmal eine Wasserleitung. Oder auch nicht. Vielleicht mal ein bisschen warten, dass wir hier ein Geld zusammen bekommen. Warum baut ihr eigentlich alle da hinten im Eck? Könnt ihr nicht da vorne bauen? Krox ist arm. Ja, wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Das Spiel kennt mich anscheinend. Nicht genug Geld. So, wie kriege ich jetzt am dümmsten Strom hoch? Einfach mal das mit mal hier. Einfach mal so in die Richtung. Zack, komm. Bisschen Geld. Komm. Oh ja, perfekt. Ja, ich weiß, jetzt brauche ich eh wieder was, noch mehr hier, mehr hier da. So, und das Budget muss ich auch wieder hochschrauben, 100%, wenn es geht. Tagsüber 100% auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie viel weniger Wasser die brauchen dann nach, Strom brauchen nachts. Also das Spiel muss mich echt eindeutig kennen. So, jetzt haben wir Müllentsorgung. Hier fehlt mir die Kohle für, war klar. Haha. Und wir müssen einen Arzt bauen. Mit dem bauen wir einfach da vorne her. Bäm. Alle glücklich. Die Schule? Ja, warum haben wir kein Geld mehr? Kann ich, jetzt könnte ich sogar steuern. Ah, ich bin ein Politiker. Schaut mich nicht so an. Ich muss die Steuern erhöhen. Wir sind Politiker. 12%. Ja, komm. 11. Aber die Bevölkerung muss noch die wenigsten Steuern zahlen. Wobei, rein theoretisch, wenn ich ein richtiger Politiker wäre, ich müsste die Fabriken und Firmen mit 0% besteuern oder nur so 1% so obligatorisch und 100% und 30% auf die Menschen draufsetzen. Mindestens. Ach Quatsch, 60%. Wir wollen ja Kohle haben. So, jetzt, wie viel kostet denn die Schule? 10.000? Grundschule, naja, das ist ja eigentlich in Ordnung. Müssen wir ein bisschen warten. Brauchen aber trotzdem erstmal Müll. Boom. Müllabfuhr. Warte mal, dann mache ich da noch eine Einbahnstraße. Welche Richtung habe ich jetzt die Einbahnstraße? Da sind die Pfeile. Okay, dann muss ich das mal in die andere Richtung machen. Hm? Nein. Hm? Nein. Hm? Yep. Boom. So. Ja, ich weiß, dass ich das geht. Twesig-Spiel. Bisschen kenne ich mich voraus. Strom, also jetzt sind wir noch tagsüber. Okay, wir sind noch tagsüber. Na, 13 Megawatt. Ja, ich brauche keine weiteren Optionen. Ich mache das immer so. Kann aber gut wachsen, so wie es ausschaut, unsere City. So, und zwar würde ich sehr gerne, warte mal. Eins, zwei, da würde ich hier eine zweispurige durchsetzen. Hier einfach so. Boom. So, als Verbindung. Falls die ihn erreichen sollte, kann man sie ja jederzeit größer bauen. Ach komm, wir machen da gleich eine dreispurige draus. Geh bitte weg. Klicke auf eine existierende Straße. Ja, ich will es ja wegkriegen. Jetzt ist es weg. So, so. Die Stadt muss auf jeden Fall noch etwas wachsen. Das wäre mein Gedanke. Telefon. So, hier. Dann da keine mehr, aber da noch. Wieder. So eine Verbindung. Boom. Jetzt würde ich gerne hier nochmal ein Gewerbe hermachen. Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, genau. Wir können noch eine Einbahnstraße bauen. Wir haben schon wieder genug. Die hier die Stadt einziehen wollen. Wir haben halt eine schöne Stadt. Wir haben halt eine schöne Stadt. Die wollen alle hier... Oh. Die wollen alle hierher. Seht ihr das? Die wollen alle zu uns. Wieso habt ihr kein Wasser? Ach so, weil ihr genau dabei gebaut habt, wo ich keinen Wasseranschluss gelegt habe. Seid ihr Helden? Ernsthaft, ihr seid wirkliche Helden. Kein Strom mehr. Nachts brauche ich mehr Strom. Interessant. Kann doch nicht sein, dass ich nachts mehr Strom brauche. Ja doch, wenn die Leute das Licht anhaben. Wenn die Leute das Licht anhaben. Klingt schon irgendwie logisch. Klingt schon irgendwie logisch. Mach jetzt einfach mal so. Wie nicht möglich. Natürlich möglich. Achso, nicht, nee, nicht möglich. Gleich werden sie greinen, weil sie keinen Strom haben. Oh. Ah, natürlich. Oh, 10.000. Nice, ich komme doch gar nicht hinterher so schnell. So, jetzt habt ihr wieder Strom. Nicht weinen, nicht weinen. Nee.
Nicht weinen. Nicht weinen, Industrie. Ihr habt doch Strom. Also, hier ist unsere Mülldeponie. So, aber wir müssen auch mal wirklich auf eine Schule. Wir haben sonst nur Idioten bei uns. Das wollen wir doch nicht. Komm, eine Grundschule muss schon sein. Feuerwehr, Arzt haben wir schon einen. Aber keine Feuerwehr. Wie viel kostet die Feuerwehr? 12.000, warum muss denn immer alles so teuer sein, Mann? 12.000, 12.000. Ich stelle nochmal den Speed hoch, der hat sich wieder runtergestellt. 12.000, warum muss denn das immer alles so teuer sein? Ja, weil hier brennt's. Ich hätte schon gern so eine... So ein Fitzelchen Feuerwehr zumindest. Ein Wasserschlauch kann doch jeder halten. Zumindest ist das die Hütte nicht abbrennt. Mal bitte, danke. Also jetzt hat nichts gegen Feuerwehrmann. Feuerwehrmann macht die Arbeit schon gut. Aber zur Not geht das schon. Wenigstens ist sie gleich vor Ort. Jetzt ein Würstchen reinhalten. Habt ihr gut gemacht. Jetzt hat das Haus einen Wasserschaden. Wie weit haben wir da gebaut? 3.200 Kosten, okay. Nicht genug Geld. Okay, wie schaut's jetzt aus? 2.700. Wir bauen nur einfach mal wirklich ein bisschen logischer auf. So, ja, ihr dürft gleich weiter einziehen hier. Verspreche ich euch. Richtlinien aufstellen. Nein. Kostet Geld. Das ist einfach auch Verteilung von Rauchmeldern. Kostet momentan noch zu viel Geld, würde ich mal sagen. Hier fehlen Arbeiter Strom. Wir brauchen Strom. Strom. Stadtviertel will ich auch keins festlegen. Ich will Strom. Ich muss hier echt ein Darlehen aufnehmen. 20.000 bitte. Danke. Aber da können wir wenigstens die Stadt ein bisschen weiter wachsen. Immer diese Industrie braucht zu viel Strom. So, ich baue jetzt einfach ein bisschen hinter. Bei 3.000. Machen wir hier mal die nächste Kreuzung. Bei Cities geht das, ich habe bei City Skylines, also schreibt gerade Scan, hab bei City Skylines ein Video gesehen, wo die Feuerwache gebrannt hat. Ja, das kann schon mal passieren, Scan. Ich kenne da halt eine. Da ist hart echt die Feuerwache gebrannt. Ich möchte da jetzt keine Feuerwachen nennen. Da ist die Feuerwache hat nicht nur gebrannt, sondern sie ist abgebrannt. Sogar. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber naja. Nicht genug Geld. Nice. So, boom, 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 boom. Mehr Bevölkerung! Hey, Paul! Ich kenne halt wirklich eine Feuerwache, die ist sogar abgebrannt hier in der Nähe. Ich schau so komisch ohne Bart aus. Ich hab's vorhin schon mal in der Pause gesagt. Gestern habe ich mich babyglatt rasiert. Gestern wirklich. Und heute schaue ich wieder so aus. Ich habe nach einem Tag einen 3-Tage-Bart. Wie geht das? Gestern war ich babyglatt, wie ein Babypopo. Alter. Macht ihr tagsüber doch mehr Strom? Gehen wir mal auf 120 hoch. Wie schaut es jetzt aus? Fast. Machen wir 125. Nachts gehe ich jetzt einfach mal auf 100 runter nur.
Wenn ich die Einstellung mal habe, würde ich die dann auch so beibelassen. City Skylines ist voll cool. Ja, es macht Spaß. So, wir müssen aber jetzt unser Wasser wieder hochschrauben. Unser Wasser, bitte tagsüber mal so, würde ich sagen, mal gehen wir mal auf 70% hoch. Und nachts, scheißen die Leute nachts mehr? So, Wasser, Versorgung geregelt. Du auch? Wärst du auch? So, boom. 12.000. Hey, warum haben wir denn immer unser Geld? 60.000 Global Credit Inc. Silver Sunset Bank. Wir bräuchten schon so mal in dem Land. Nice, winzige Kleinstadt. Juhu. Bitte jetzt hat von dem Geld, das wir hier gekriegt haben, weil wir gewachsen sind, eine Polizeistation. Danke. Und da oben, keine Polizeistation mehr. Strom. Noch mehr Strom. Jetzt. Ach komm, scheiß an, nochmal Strom. So, jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Müssen wir wieder warten. Hier, was haben wir denn? Parks und Plätze? Nice. Ja, Parks nehme ich gern. Und zwar, wo ist er denn? Gibt's den noch? Was ist das für einer? Der ist neu. Botanischer Garten, cool. Aber ich suche gerade was anderes. Was ist das? Ja. Yeah. Plätze. Ja, den Paradox Park. Würde ich jetzt einfach mal da so in das Eck da rein. Boom. Boom. Ja, komm, ein paar Plätze. Ja, mache ich hier noch einen Platz her. Boom. Und jetzt kein Platz mehr. Wenn die Kohle wieder fehlt. Immer dieses Geld. Neue Dienstleistungen. Ach, einzigartige Gebäude will ich doch gar nicht. Jetzt habe ich nochmal... Da kommt noch ein Paradox-Park. Wir müssten aber demnächst auch... Die Straßen können wir noch nicht, okay? Hier. Irgendwas Grünes will ich auch noch haben. Eine Grünfläche. Botanischer Garten wäre schon cool. 15.000! Okay, ein kleiner Park ist in Ordnung. Der reicht vollkommen aus, so ein kleiner Park. Man braucht gar nichts Großes. So ein kleiner Park, der ist vollkommen okay. Hey, Ninko! So ein kleiner Park, der ist schon okay. Du brauchst ja keinen botanischen Garten. Nee, es wird überbewertet. Warum kostet das Scheißding 15.000? Ich hab doch kein Geld. So, ich würde jetzt einfach mal hier weiterbauen. In die Richtung, aber nicht zu nah, weil hier kommt demnächst die Autobahn her. Die Autobahn. Oh, da hinten brennt's. Da ist bestimmt wieder einer mit der Zigaretten eingeschlafen. Ich mag zwar dieses geile Holz, nur es sieht immer so aus, dass ich sofort immer im Geldminus komme, weil ich das Game nicht kann. Ah, ich sag, es ist ein einziger Tipp, das kann ich dir nur sagen, Geduld. Du darfst nicht zu schnell übertreiben. Ja, wir machen zwar ein bisschen Plus, aber du darfst nicht zu schnell übertreiben, dann schafft man es eigentlich schon. Geduld, wachsen lassen. Dann klappt es. Dann klappt es eigentlich sogar ganz gut. So, dann wäre hier die nächste Verbindung. Und hier würde ich gerne nochmal ein kleines, aber feines Geschäftsviertelchen setzen. Und da auch nochmal, da passen zwei Geschäfte rein. Kanäle? Nein, ich will keine Kanäle bauen. Was ist das? Kanäle? Cool, das ist auch neu. Flacher Kanal? Mittlerer Kanal? Tiefer Kanal? Hochwassermauern? Wenn es in ihren Kanälen Stellen gibt, die leicht überflutet werden können, die das Wasser mit Hochwassermauer kontrollieren. Was ist das? Kai. Cool. Das ist neu. Ist ja mal geil. Das ist echt neu. Gefällt mir. So, Wasserversorgung doch noch etwas hochschrauben. Auf
70%. Okay, reicht nicht. Ihr braucht nachts echt mehr Wasser als tagsüber? Glaubt das ja nicht. Seit wann gibt es Tag und Nacht? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch gerade voll gewundert. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ihr braucht nachts mehr Wasser als tagsüber? Interessant. Kann euch sein. Nein, ich möchte kein Kai bauen. Aber es ist cool. Muss halt auch schön mit Tag- und Nachteinstellungen mitspielen. Und dann hast du nachts brauchen die Leute nicht so viel Strom anscheinend. Oder vielleicht ein bisschen mehr Strom. Ich hab's noch gar nicht ganz durchgeblickt. Aber es ist echt cool. Gefällt mir sehr. Es gibt auch, man kann auch Kais bauen. Guck mal. Und Hochwassermauern und alles. Ist für mich gerade absolut neu. Also nicht Neuland, weil das Internet ist Neuland, aber das ist absolut neu. Ich weiß, der ist schon alt, aber ich finde ihn immer noch lustig. Dieser Ort ist bereits belegt. Ja, dann tut es mir leid, dass er belegt ist. Dann reißen wir es ab. Jetzt ist er nicht mehr belegt. Na, Let's Player und Streamer brauchen nachts mehr Strom. Oh ja. Oh ja. Ich könnte ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine Stadtverordnung mache. Hier, Stromverbrauch. Boom. Stromsparen ist wichtig. Der beste Weg dazu ist, Gebäuden Stromzähler zu installieren. Verringert den Stromverbrauch moderat. 5 pro Gebäude. Lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Ich glaube noch nicht. Momentan lohnt sich es, denke ich, noch nicht. Aber es wird sich später schon lohnen. Autobahnen können wir immer noch nicht bauen. Autobahn! Wir können immer noch keine Autobahnen bauen. Das ist doof. Ha. Übrigens, Leute, mal eine Frage am Rande. War klar. Am Rande. Ich habe mal einen Nightbot eine Zeit lang gehabt. Aber ich habe dann irgendwie den nie genutzt. Hättet ihr Lust, wenn ich solche Community-Befehle da an einrichte? Und sagen, wo dann einer, zum Beispiel jetzt, wo ich mir gerade eine Zigarette angezündet habe, so, Crocs hat heute schon so und so viele Zigaretten im Stream heute geraucht. Also, wenn ihr das wollt, natürlich nur. Ansonsten würde ich es lassen. Boom, boom. Der war zu klein, der Park. Ja, ach, das reicht schon. Was ist das? Andere Parks, was ist andere Parks? Basketballplatz. Stromverbrauch 32 kW. Das ist voll viel. 160 kW. Wäre eine Idee? Okay, dann werde ich mich die Tage mal dran setzen. 160, das ist voll viel. Oder ist es jetzt im Jahr oder am Tag? Steht es da irgendwo? Strom einfach nur KW. Okay. So, unser Dodohausen geht es ja ganz gut. Was ist da? Ach so. Ah, guck mal. Also, in Dodohausen haben wir 395 Kinder, 800 Jugendliche, 100 junge Erwachsenen und 1192 Erwachsene. Keine Senioren. Keine Senioren. Linien? Ja, weiß ich noch nicht. Ob sich das noch so wirklich lohnt. Ja, wäre lustig, aber den Satz, der beim Rauchen kommt, könnte man gut ändern. Ja, war jetzt nur ein Beispiel. War nur ein Beispiel, Jungs. War nur ein Beispiel. Ein Beispiel. Ein Beispiel. 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 Ey, ich habe richtig gute Laune heute. Aber so richtig fett, krass, geile. Mega geile, gute Laune. Yeah. Ich weiß nicht, warum ich so... Ich hab richtig geil gute Laune heute. Ich kann's euch nicht sagen. Boom, Ende Kleinstadt. Neue Gebiete. Neue Dienstleistungen. Transport.
Einzigartige Gebäudestufe 3. Bus. Spezialisierung. Erzindustrie. Neue Richtlinien. Recycling. Kontrollierter Drogenkonsum. Wir können Autobahn bauen. Nice. Rauchen. Böser Crocs aus. Nein. Neue Gebäude, Friedhof, Busdepot und fortschrittliche Windturbine. Nice! Also einen Friedhof brauchen wir auf jeden Fall. Brauche ich schon einen Friedhof? Ich habe ja keinen alten. Wir haben ja hier keine alten Säcke. Wo ist ein Friedhof? Hier ist der Friedhof. Na ja, komm hier schön fett ins Wohngebiet rein. Boom! Und sie sind glücklich drüber. Schön fett in das Wohngebiet rein. Und sie sind glücklich. Das sagt viel über meine Bevölkerung aus. Aber ich würde jetzt gerne hier diese mehrspurige noch darauf. Stopp. Machen wir mal so. Reißen wir es mal ab. Autobahn. Boom. Ja, weiß ich nicht. Autobahn, Kreisverkehr. Und zwar, du bist der kleine Kreisverkehr. Großer Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr. Wenn dann da. Oder da. Nee, wenn dann machen wir mal da her. Ihr habt auf mich zu hören. Ich bin Dodo Jesus. Nein. Wir müssen ihn widersprechen. Nein, du bist nicht Dodo Jesus. So, und zwar würde ich das gerne auch zur Autobahn machen. So, guck mal. Und jetzt machen wir einfach hier. Oh, das ist ein komischer Kreisverkehr. Ja, gleich schreien sie, ihr habt keinen Strom. Sie dann immer gleich so weinen. Ja, es sind Baumaßnahmen. Tut mir leid. So, hier mache ich jetzt eine X-spurige daran. So. Und von hier aus... Mal jetzt einfach mal daher. Wie, wir haben kein Wasser mehr. Muss das Budget auch nochmal hochschrauben. Wir schrauben jetzt mal einfach mal auf 90 und 85 hoch. So, das hat ja ganz... Jetzt müsst ihr doch Wasser haben. Strom, da würde ich gerne so eine fortschrittliche Windturbine herbauen. So. Mal da... So her. Die bringt echt Bums. Die bringt echt Strom. Hurra! Mehr grüne Energie für die Stadt. Ja. Das ist nur schweineteuer. Aber ich hab's schon mal gehabt, dass ein Kohlekraftwerk keine Kohle mehr gekriegt hat. Und dann war ich am Arsch. Und das wollen wir auch nicht. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen eigentlich. Industrie und Gewerbe will sehr stark her. Aber... Ich will noch schnell schon was umbauen. Und zwar... Abreißen. Ich will, dass die Leute über den Kreisverkehr reinfahren. Jetzt muss ich da mal auf Post... Nee, auf Bild 1. Bild 1 war das, ja. Jetzt hier wieder runter. Nice! Haben wir hier eine kleine Überführung. Und hier baue ich jetzt nochmal... So... Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom. Weint nicht immer gleich. So. Einbahnstraße. Einfach mal daher. Da eine her. Und Wasser müsste hier sein, oder? Nein, ist nicht. Ist kein Wasser da. Ist kein Wasser da. Dann machen wir Wasser. Jetzt hat. Einfach mal herstellen, die Industrie. Ich
kann zwar schon spezialisieren, aber ich... Sind hier Rohstoffe? Nicht wirklich. Nicht wirklich so. Ah, hier wären Rohstoffe gewesen. Erz. Na klar, hier ist Erz. Da oben, wo ich es hingebaut habe, nicht. Ah. Ist sogar einiges an Erz. Ich mache jetzt also mal so ein kleines Viertelchen mit Industrie. Hier wäre Holz. Das ist erkennbar am Wald. Ich wäre auch ein bisschen Erz. Hm. Sonst haben wir noch was? Haben wir noch Öl irgendwo? Öl haben wir nicht. Öl haben wir nicht. Okay, kein Öl. Schade, kein Öl. Ihr kriegt jetzt mal eine eigene Feuerwache da oben, bitte. Oder auch nicht. Kroxmann, immer erst gucken und dann machen. Ja, zu spät. Da war ich. Ich weiß nicht, ich baue meine Stadt oft nach unten, oben ins Eck irgendwie, die Gewerbe, die Industrie packe ich irgendwie immer rauf ins Eck. Aber, naja. Wir müssen echt ein bisschen für Wachstum noch sorgen hier. Also hier schaut es jetzt gut aus. Hier schaut es echt gut aus. Dann würde ich mal gerne hier die Autobahn noch eins weiterführen. Genau, hier ist noch eine Einbahnstraße. Und die Einbahnstraße hier oben ging ja immer... Müssen wir mal kurz länger ziehen. So ein Kitzelchen. Die Einbahnstraßen hier oben gingen ja immer... bei mir in die Richtung zu... in die Richtung her, genau. Und jetzt hat... So, Bong hat's gemacht. Warum macht das eigentlich so ein Bong, wenn ich das hier... Oder war mir 12 Uhr nachts gehabt? Das schaut auch noch gut aus. Strom schaut auch wieder gut aus. Ich suche aber gerade was anderes. Hier, genau, Schule. Ja, langsam haben wir nicht mehr so viel Doofe. Wird besser. Bus möchte ich dann auch gern noch machen. Ja, Ninko ist auch ein ganz seltener Gast. Ein ganz seltener Gast. Wasser ist da, okay. Ninko ist einer, der uns ganz selten die Ehre erweist. Trotzdem freue ich mich immer, wenn er hier ist. Wir müssen auch mal irgendwann einmal Minecraft NC weiterführen, Ninko. Ernsthaft, das müssen wir auch mal irgendwann mal machen. Aber da werden wir schon mal wieder was zusammenkommen, oder? Werden wir schon mal wieder eine Runde zusammenbekommen. Dann habe ich jede zweite Straße habe ich so verbunden. Nicht genug Geld. Achso, ist wieder langsamer geworden. Ich habe den alten Teil von City Skylines gezockt und konnte man immer bei Zerstören so einen Roboterangriff machen. Naturkatastrophen. Alten Teil von City... Ach, von City... Ich kenne den alten Teil von City Skylines nicht. Ich bin eigentlich mit dem Spiel hier zu City Skylines dazugestoßen. Daher kann ich... Weiß ich es gar nicht. Nicht genug Geld. Ja! Genug Geld gehabt. Hey, so gefällt mir das nicht. Wenigstens kriege ich eine Rückerstattung. Nicht genug Geld. Arme Schweine, wie immer. Wieder Dong gemacht. Warum macht denn das immer Dong? Aber bis Oktober können wir gerne noch was aufnehmen. Ah ja, das stimmt, du hast ja dann... Ah, bei dir beginnt ja dann die Ausbildung. Hehe. So, einmal Gewerbe. Und ich würde sagen, da machen wir hier mal ein Gewerbe her. So, mal zwei Gewerbe. Ihr habt auch Wasser, das ist auch gut. So, komm. Mir geht es hier übrigens auch nicht um besonders schön bauen oder sowas, sondern einfach ein bisschen vor sich hin bauen. Okay? Vielleicht platzsparend. Einigermaßen.
So ein bisschen. Was ist das? Ach so. Gebiet aufheben, gut. Ausbildung und Studium. Stimmt ja, du hast ja so ein duales, Ninko. Du machst ja etwas duales. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der studieren, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, ich bin nicht der Typ, der studieren könnte, weil, ich bin einer, der muss hantieren. Ich muss wirklich hantieren. Ich muss auf die Kacke hauen können in der Arbeit. Ich muss mich austoben können. Wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich nicht viel zu tun ist in der Arbeit, kriege ich echt schon die Krise. Das ist für mich schon echt dann schlimm. Wenn nur wenig zu tun ist. Das reicht da schon aus. Wenig. Das ist schon schlimm für mich. So. Und zwar würde ich sehr gerne... Ja, ich weiß, dass ich Dienstleistung machen kann, aber ich habe halt momentan noch keine Kohle für den Bus. Oh, der Smog, der greift an. So, ich mache mal ein Gebiet. Ein District. Ein Stadtviertel. Hier würde ich gerne mal so ein Stadtviertelchen machen. Einfach mal so. Zack. Was hast du? Orienthöhen? Naja, orientalisch ist da eigentlich nichts. So, und jetzt würde ich hier sehr gerne... Mal bis hierher. Das nächste Stadtviertelchen machen. So. Habt ihr schon wieder Wasserprobleme? Das kann doch nicht sein. Ui, doch habt ihr. Noch mal ein bisschen hochschrauben. Dann gehen wir hier mal auf 100%. Und hier auf 95%. Nachts brauchen sie doch etwas weniger. Stromprobleme haben sie auch. Okay. Gibt es denn irgendwelche? Habt ihr denn irgendwo mal keine Probleme? Wasserversorgung? Na, dann lassen wir die Leute noch mal kacken. Boom. So. 2500 Euro, die kriegen wir zusammen. Oh, Krox, wenn du wüsstest, wie meine letzten Monate nach der Schule bis jetzt verbracht habe, ich glaube, du wärst längst ausgerastet. Wie? Mit Lernen, ha? Nein. Ja, okay, Lernen. Ich bin sehr lernfaul. Also in Sachen Nicht-Lernen bin ich, glaube ich, das ultimative Vorzeigeding. Aber kein Beispiel bitte an mir nehmen. Wirklich kein Beispiel an mir nehmen. Ich bin auch in der 10. Klasse nicht mehr in die Schule gegangen. Das mit dem Kreisverkehr hier platzieren ist immer noch so doof wie immer. Außer halt Zocken und Klavier. Klavier? Also wenn ich in meiner freien Zeit lerne. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Rein gar nichts. Das ist auch eine Möglichkeit. Gar nichts. So, nee, stopp. Autobahn hat schon gepasst. Upgrade. Kleinen Kreisverkehr. Upgraden auf die Autobahn. Also wirklich in Sachen Lernen bin ich alles. Ich bin in der 10. Klasse nicht mehr in die Schule gegangen. Wirklich nicht mehr. Hab trotzdem eigentlich einen sehr guten Abschluss damals gemacht. Verdammt, was ist denn immer dieses Dong? Das irritiert mich fei. So. Was macht hier immer Dong? Ist es die Pausenglocke? Aber das stimmt, hier irgendwo müsste die Schule sein. Schule? Die hier? Ne, die ist da. Ihr seid noch echt alle ein bisschen doof, ja? Anke Amande, Informatik bei der Telekom. Oh Gott. Telekom. Okay. An sich ist eigentlich... Ich will jetzt nichts gegen die Telekom sagen. Aber... Der Spruch damals, tut mir leid, der war der beste. Für diese Adresse.
Wir können ihnen unglaublich schnelles ISDN geben. Und ich hab Telefon. Verarschst du mich gerade? Nein. Doch, du verarschst mich gerade. Ich hab das nämlich geglaubt. Ich hab echt gedacht, der verarscht mich gerade. Unglaublich schnelles ISDN. Da muss ich noch ein Modem kaufen, ohne Scheiß. Vielleicht, viele werden das vielleicht gar nicht mehr kennen von euch. Alter. Da habe ich mich damals wirklich verarscht gefühlt, als der das sagt. Denke ich mir. Nee, das meint er gerade nicht ernst. Ich war mir sicher, dass der das nicht ernst meint. Doch, er hatte es ernst gemeint. Der muss auch gesoffen haben während seiner Arbeit. Ach, da läuft eine Katze neben mir gerade. Ich habe gerade gedacht, was ist das, was da läuft? So, 3200 haben wir ja gehabt hier. Das wäre... Nein, nicht 4000. Nee. Warum wird es teurer, wenn ich in die Richtung ziehe? Jetzt komm. Was ist denn das? Ach, das ist ein Stein. Das ist auch neu, dass da Steine liegen. Früher gab es keine Steine im Spiel. Nee, gab's nicht. So, und zwar will ich es wieder so machen. Ich habe so einen kleinen Plan für den Verkehr. Nämlich bei mir. Und zwar hier zu den großen Verbindungsstraßen hier. Will ich die Autos hinlotsen? Zu den großen Straßen? Will ich die Autos hinlotsen? Kann ich? Ich kann hier bauen. Und hier bauen. Ich will aber da bauen. Genau da will ich hin. Mann, Spiel! Lass mich dahin bauen. Das will mich nicht dahin bauen lassen. Ja, dann halt nicht. Pü. So. Was? Ach, nicht genug Geld. Scan. Bitte. Lass es gut sein. Du bist schon echt anstrengend, aber und zu weißt du das frei. Wow, da fängt es eiskalt an zu gewittern, wenn die Wäsche draußen hängt. Nico, du hast doch jetzt Ferien, oder? Sommerferien. Ich merke es gerade nur, bei uns sind nämlich Ferien. Deswegen bin ich gerade mal so auf den Trichter gekommen. Oder hattest du schon Ferien? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oh. Nice. Strom, wie schaut's da aus? Oh, passt noch. Boom, 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 boom. Neues Wohnviertel entsteht. Zack, 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 zack. Ich hab seit Mai gar nichts mehr. Ich möchte dich mal kurz an etwas erinnern. Ich komm mal vorbei. Genau, da wollte doch jemand... Also, ja, Ferien. Da wollte doch mal jemand vorbeikommen. Kleiner Kinderspielplatz. Ach komm, wir bauen mal einen... Alter, der Park ist ja echt groß. Komm, bauen wir mal zwei Parks her. Da wollte doch mal jemand vorbeigucken. Was wäre das auch im Basketballfeld? Das ist falsch. Nicht mal so groß, das könnte ich echt noch irgendwo hinzaubern. Oh, auf einmal alles dunkel. Was brennt denn da jetzt schon wieder? Da war ja was. Da stimmt, da war ja was. Ganz vergessen.
Ich will, und zwar, das will ich. Wann würde es gehen? Von mir aus immer. Immer. Also, ich habe ab nächster Woche, warte mal, ab nächster Woche, ich brauche mal kurz einen Kalender. Ab nächster Woche, Kalender. Ich habe ab nächster Woche, den 11., habe ich Urlaub bis zum 24. Also, da wäre ich dann sowieso zu Hause. Und am Samstag, okay, ich mache los, bis nachher. Also, ab nächster Woche Donnerstag habe ich bis zum 24.8. Urlaub. Am Samstag muss ich übrigens hoher schneien. Also hoher muss ich schneien. So, und jetzt hat überlegt euch mal, was hoher schneien heißt. Der erste, der draufkommt, kriegt einen feuchten Kuss. Verabredet ihr euch gerade? Ja, letztes Jahr habe ich Ninko mal besucht und dieses Jahr wollte er ja mal vorbeikommen. Du kannst alles mit meiner Sekretärin ausmachen, die ist aber gerade nicht da. Hoffentlich schaut sie auch nicht zu. Nee, sie ist nicht. Die ist nicht in Zuschauerreichweite. Also, die kann gerade nicht zuschauen. Glück gehabt. So, das reiße ich auch mal ab hier, die Stromleitung, weil die brauche ich ja nicht mehr so daher. Und zwar würde ich das auch mal so abreißen. Neue Stromleitung. Baue ich jetzt einfach mal daher. Ja, ihr habt doch Strom. Komm, für die paar Minuten hier ohne Strom. Dann bringe ich endlich die Gurken mit. Ja, im Ernst. Ja, letztes Jahr habe ich Ninko mal besucht. Da gibt es sogar einen Vlog, aber da ist nicht allzu viel von ihm zu sehen. Wir waren eigentlich nur anderthalb Tage oder zwei. Naja, wir sind abends irgendwann gekommen, so auf Ding. Da sind wir dann noch ins Bad gegangen und am nächsten Tag sind wir wieder weg, weil das war sehr spontan eigentlich. Das war echt krass spontan. Da war nicht viel geplant, also Vorplanung. Ich hatte keinen Urlaub, es war einfach nur übers Wochenende, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. War das echt nur übers Wochenende, wo wir dann zu Besuch waren. Wenn ich mich jetzt echt nicht täusche, war das echt nur... Ja doch, Freitag sind wir losgefahren, oder? Samstag sind wir wieder runtergefahren. Das weiß ich. Du hast den Vlog mit uns angesehen. Echt? Ups. Das weiß ich doch nicht mehr, dass ich den Vlog mal mit euch angeschaut habe. Ich habe mit euch schon so viel gemacht. Okay, das klingt jetzt echt irgendwie komisch. Neues Gebäude. Ich weiß, dass ich ein neues Gebäude habe. Ich weiß auch, dass die momentan noch nicht mal in die Oberschule kommen können, weil sie die Grundschule nicht bestehen, weil die gar meisten dumm sind. Okay, cool. Freue ich mich fast schon drauf. Das Beste war ja, er hat's ja wirklich nicht geglaubt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vor seiner Tür stand. Nee, Quatsch. Und dann plötzlich, ding dong, bin da. Er hat echt überrumpelt ausgeschaut. Ich habe ihn echt voll erwischt. Der hat richtig überrumpelt ausgeschaut. Also ich habe ihn auch damals richtig überrumpelt mit der Aktion. So, neues Gebäude. Ja, wie viele neue Gebäude willst du mir noch zeigen, Spiel? Boom, eine Oberschule. Nice. Bus, weiß ich noch nicht. Brauchen wir Busse? Kurz weg, okay. Aber ich glaube, den Schock hat er dann schon verdaut. Nach und nach. Hoffe ich mal. Würde das was bringen, wenn ich hier vielleicht einen großen Kreisverkehr... Kriege ich da überhaupt einen großen Kreisverkehr her? So ein bisschen staut sich's ja doch noch. Klebertkreuzung wäre natürlich auch... Das Nonplusultra hier. Klebertkreuzung. Aber es ist zu wenig Platz.
Okay. Kaufen Sie ein neues Grundstück? Nein! Ich habe doch nicht ein Modest voll. Warum soll ich denn jetzt schon wieder eins kaufen? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Industrie. Die benötigen wir schon. Hey, weißt du zufälligerweise, wie man auf einer Schneemap die Schneeräumfahrzeuge nutze? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, Julian. Kann ich dir nicht weiterhelfen. Sorry. Ich warte noch mal ein Stück. Jetzt müsste ich doch mit der nächsten. Wie viel fehlen uns noch? Hier. Geschäftige Kleinstadt. Genau, die Straßen, darauf warte ich noch. Okay, trotzdem Gange. Kann mir mal einer erklären, was das ganze Dong die ganze Zeit ist? Dong. So, weißt du was? Ihr kriegt jetzt die Richtlinien. Rauchmelder. Stromverbrauch und Wasserverbrauch. Die Industrie ständig brennt da. Kann doch nicht sein. Ständig fangen die Feuer. Da kannst du auch sagen, die sind Feuer und Flamme. So, und zwar würde ich natürlich dann gleich hier voll aufrüsten. Erstmal die Hauptstraßen. Alter, es regnet hier jetzt. Bei mir ist wunderschönes Wetter. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe mal kurz aus dem Fenster geschaut. Grau und grau. So, einmal die Straßen aufrüsten. Und vor allem dann auch die Autobahn, denn die Autobahn will ja schallgedämpft werden. Mit Schallschutzmauern. Das macht natürlich, also das, was ich hier baue, macht natürlich die Bevölkerung glücklich. Und ich finde, es schaut auch schöner aus, so eine Allee, als wenn hier überall die Autos rumstehen und rumparken. Oh, zack, 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 zack. So, machen wir mal hier die Schallschutzmauern her. Ach ja, Leute, ich habe übrigens eine neue Maus. Bei mir scheint die Sonne. Hahaha. Ja, bei mir ist es bewölkt. Kannst jetzt nicht sagen, dass es regnet oder so, aber es ist bewölkt. Ist auch irgendwie nicht das schönste Wetter. So, aber wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Sehen uns aber gleich wieder. Also halt,